Hallo und Servus aus unserem Showroom, heute mit einem Hyundai i30M Performance, den ich euch gerne ganz schnell vorstellen möchte. Fahrzeug ist hinter uns auch noch nicht aufbereitet etc., weil einfach die Zeit recht knapp ist und die Fahrzeuge gefragt sind. Das Ding muss schnell ins Netz und wird dann auch, sagen wir auch öfter den Kunden, wenn sie da sind, erst aufbereitet, wenn das Fahrzeug dann da ist. Den wollen wir euch jetzt kurz vorstellen, weil es was Besonderes ist, auch von der Farbe her, bei uns jetzt nicht so aktiv ist im Verkauf. Aber schauen wir mal, wie er geht. Viel Spaß beim Video. Ja, das Auto hier ist aus 2019, wir haben eine Erstzulassung, 19.12.2019, ist aus zweiter Hand. Das erste Besitzer war aber Hyundai Motor Deutschland GmbH selber und der zweite war eben dann ein Privatbesitz und deswegen ist die Steuer bei dem Fahrzeug hier auch nicht ausweisbar, sondern differenzbesteuert. Wie ich gerade im Eingang schon gesagt habe, wir haben jetzt den schnell bebildert, der wird jetzt dann auch ins Netz kommen. Wir sind sehr gespannt, wie die Reaktion von euch draußen auch ist, weil die Farbe hat man so noch nie. Wir haben oft Shadow Grey allgemein, so das sportliche Grau, das dunkle Grau, haben viele Weißfahrzeuge, haben wir mal Rot dabei, aber Schwarz ist eher selten. Die Farbe hier selber nennt sich Phantom Schwarz Metallic und ich finde, ich habe es jetzt ein bisschen auch mit den LED-Flutern. Ich hoffe, dass durch die Beleuchtung, auch durch die Kamera nicht allzu sehr flimmert. Durch die GoPro, wenn wir jetzt dann die Lacke messen, wird es wahrscheinlich flimmern, aber ich hoffe, dass ich das durch die Fluter hier oben einigermaßen einfangen kann, dass das eigentlich die Farbe eigentlich besser passt, als wie ich den ja gekauft habe, war ich eigentlich nicht davon so überzeugt. Aber ich finde, das passt sehr gut zu dem Auto. Fahrzeug hatte Front- und Heckspoiler noch dran. Frontspoiler war aber angefahren, den haben wir demontiert und am Heckspoiler war keine ABE dran. Die ABE selber, ich schaue mal, ob ich es da habe, einen kleinen Moment. Ihr kennt die Hersteller ja auch gut, Maxton Design oder zum Beispiel auch hier Ingo Noack Tuning. Die Sachen kann ich ja wirklich bloß wärmstens empfehlen, weil die Sachen passen auch, aber ihr müsst ja da gültige ABEs in schriftlicher Form haben, die haben wir einmal hier und da müssen auch die Aufkleber auf den Spoilern sein. Das war hier nicht vorhanden und noch dazu waren die Dinger nur angenietert und nicht lackiert und das hätte mir sowieso wehgetan. Deswegen schaut das so jetzt besser aus, bloß für euch am Anfang. Zur Info. Das Fahrzeug ist natürlich uns unfallfrei verkauft worden, das schauen wir uns jetzt aber dann nochmal an. Auch zwei, drei kleine Macken, da gehen wir aber jetzt mal drauf ein, deswegen sind wir dazu hier. Wer heute das erste Mal dabei ist, wir messen auch immer die Lackstärken dann durch, damit ihr das auch später mal, wenn ihr es benötigt, als Referenzwerte für eure Fahrzeuge nehmen könnt. Aber für uns ist es in erster Linie dafür da, dass wir das Fahrzeug halt beziehungsweise das Auto hier eben besser vermarkten können. Wie gesagt, ich sage es auch öfter, es ist nicht schlimm, wenn ein Fahrzeug mal nachlackiert wurde oder ein Unfall auch passiert ist. Es muss bloß angegeben sein und das wollen wir hier eben auch demonstrieren. Ansonsten kennt ihr die Fahrzeuge. Die Fahrzeuge haben sonst eigentlich immer relativ gleiche Ausstattung bei den Fahrzeugen. Du hast einmal ein Panoramaglasdach mit drin und eben ein paar spezielle Umbauten, wo du dir aber relativ sicher sein kannst bei den Fahrzeugen. Ihr dürft ja gern was anderes in die Kommentare reinschreiben, dass die Fahrzeuge meistens nicht leistungsgesteigert sind, weil durch den kleinen Turbolader, den wir hier verbaut haben, erstens mal ein super schnelles Ansprechverhalten von unten raus haben und zweitens nicht mehr allzu viele Möglichkeiten nach oben raus haben, um eben Drehmoment bzw. Kilowattleistung zu steigern. Ja, das Fahrzeug hier, jetzt muss ich direkt schauen, weil ich es selber nicht genau weiß, steht auf Ganzjahresreifen All Seasons, ist eben nur, was heißt nur, aber ist auf den Dots-Folgen hier eben hinterlegt, was wir auch noch prüfen müssen, das haben wir auch noch nicht geprüft, dass die KBA-Nummern auch wirklich passen zu dem Fahrzeug, da könnt ihr euch aber immer verlassen, dass wir das nochmal durchchecken. Ich wollte das Video jetzt einfach bloß nur mitnehmen, euch das eben zu zeigen, weil hier eben schon wieder der nächste Schäd steht zum Verfilmen, aber das seht ihr vielleicht, ich hoffe, ich bringe es rein in einem anderen Video. Ja, ansonsten kennt ihr es, wir haben Voll-LED-Scheinwerfer in den Autos drin, wir haben wirklich
das ist das Coole für uns im Verkauf, eigentlich nahezu immer die gleiche Ausstattung und das ist bei Fahrzeugauslieferung oder so einfach viel besser, weil es wirklich weiß, von was du sprichst, damit du auch keinerlei Ausstattungsdetails vergisst. Ein paar Besonderheiten haben wir trotzdem, deswegen hole ich mir jetzt meine GoPro und eben meinen Lackschichtenmesser und dann gehen wir das kurz einmal durch miteinander. Angesprochen habe ich eben schon die Dots-Folgen mit den Allwetterbereifungen von Conti, da gehen wir jetzt am besten mal kurz drauf ein. Ich zeige es euch kurz mal und dann haben wir nämlich diese Folge, die eben leicht angekratzt ist. Ich will es bloß zeigen, haben wir hier, haben wir hier, haben wir hier. Diese Folge ist eben leicht angeschrammt. Wir wollen es bloß zuvor immer sagen, damit niemand überrascht ist, wenn er denn dann kommt. Man sieht es jetzt schon in der Kamera, das leichte Flimmern. Das kann jetzt leider nicht vermeiden. Das sind unsere krassen Pferde da, die LED-Fluter. So, jetzt fangen wir an, um den Lack schnell zu messen. Da haben wir vorne rechts 108, dann die Türe vorne rechts haben wir 113, 117, Seitenteil 122, machen wir es doch gleich, da haben wir 108. Hier haben wir Kunststoff, das können wir natürlich nicht messen, Entschuldigung, 121, dann haben wir hier Abgasendrohre der Firma Gruppenzwang. Wer ein bisschen im Thema ist bei i30 M Performance, weiß, dass das keine Seltenheit ist. 110, 109 an der Türe. Jetzt flimmert schon stark. Tut mir leid, aber das ist mit der GoPro nicht anders möglich. 123 und dann der Kotflügel haben wir 116. Und zuletzt die Motorhaube, da haben wir 135. Wer eben das erste Mal dabei ist, wir können keine Kunststoffteile messen. Deswegen gehen wir trotzdem davon aus, dass der unfallfrei ist. So ist er uns verkauft worden, so veräußern wir ihn auch wieder weiter. Wir werden aber niemals reinschreiben, nachlackierungsfrei, weil wir das nie 100% sagen können. Wenn mal ein Stoßfänger oder so getauscht wurde, dann ist es für uns eher schwierig, das nachzuvollziehen, wenn es in einer guten handwerklichen Leistung geschehen ist. Ja, ansonsten können wir hinten vielleicht einmal kurz reinschauen. Wir haben das Hyundai-Kennzeichen hinten, schwarz. Und ja, die Ablagefächer kennt's unten. Ich glaube, das ist auch klar. Ansonsten, ja, Besonderheit vielleicht, weil es nicht jeder Hyundai 30 M Performance hat. Hier haben wir hinten LED-Beleuchtungen, bloß für euch als Info. Aber ansonsten könnt ihr es hier noch markant erkennen, ist aber Serie, die Kessi-Ausstattung. Ansonsten haben wir den bekannten 2 Liter Turbo mit 275 PS aus 2 Litern Hubraum mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe gab es in dieser Modellreihe nicht anders, mit keinem DSG-Getriebe, sondern erst im Nachfolger eben beim 280 PS. Ja, okay, dann würde ich sagen, gehen wir trotzdem ganz kurz herein in den Innenraum. Ich entschuldige mich, wenn es flimmert, aber das kann ich jetzt nicht ändern, das wird es überleben. Kilometer haben wir, um genau zu sein, 38.495. Ja, ansonsten kennt ihr die Driving Mode-Taste. Hier seht ihr es eben schon, jetzt habe ich es verpasst, aber ihr dürft es mal glauben, der Service ist völlig, den machen wir natürlich vor Auslieferung genauso wie die Hauptuntersuchung, aber das kennt ihr ja nicht anders bei uns. Ansonsten Navi ist alles klar, wir haben Sitzheizung, wir haben Lenkradheizung. Ja, rechts haben wir keine Lenkradheizung, aber ich glaube, das dürfte klar sein. Ja, ansonsten kennt ihr es eben hier, Drehzahlbegrenzung jetzt eben, weil der Motor kalt ist. Aber wer sich ein bisschen befasst mit Hyundai i30, ist das eins der ersten, wo man drauf kommt. Ebenfalls Serie ist der schwarze Dachhimmel, die Sitze, ja, das einfach sehr, sehr gut ausschaut. Ja, wenn ihr Interesse habt an dem Fahrzeug, dann meldet euch einfach unter der 09602 61 85 3x6. Dürft uns auch gerne WhatsApp schreiben unter der 01 795 59 4527 oder auch gerne per Mail an die service@kfz-bauernfein.de. Allerdings letzteres E-Mail würde ich immer nicht empfehlen, weil das mal schnell überlesen wird, übersehen wird und auf WhatsApp haben trotzdem ein paar Kollegen Zugriff und können euch dann auch schnellstmöglich Antwort geben. Ja, ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und vielleicht machen wir ja mal wieder, wenn es mal wieder passt, ein neues Video. Bis dahin, macht es gut, bleibt uns gelegen. Ciao.